Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo. So, herzlich willkommen zur vierten und letzten Runde heute im Trader Store, Superstore. Wir sind sozusagen jetzt im Finale. Wir stehen ja beide zu null. Deswegen ist es. Oh, ich weiß sowieso, was ich. Ja, spielt. Ich auch, von daher. Ich weiß, also wir wissen, wir kennen beide unsere Decks. Das wird witzig. Vor allem, wenn man gegen sein altes Deck spielt. Vor allem, wenn man es gegen sein neues Deck spielt. Genau, oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht werde ich dann auch nochmal. So. Gucken wir mal. Bitteschön. Wir haben noch ungefähr 10 Sekunden. Dann geht es auch schon los. Möchtest du schon mal würfeln gleich? Kannst du ja anfangen. Ja? Ja. Also, ich meine nicht, dass du anfangen kannst, sondern ich meine mit dem Würfel. Ja, ich weiß. Ich weiß ja, was du spielst. Ja, ich auch. Du weißt, was ich spiele. Aber es ist trotzdem witzig. Wird cool. Dein Deck kann ja beides geben, First und Second. Solange ich dich lasse. Solange ich dich lasse? Dann würfel mal. So. Dann würfel mal. Bitte. Ein Würfel. Hoch? Ja. 4. Ich fange an. Das habe ich mir schon fast gedacht. Runde ist frei, Lukas. Auf ein gutes Match. Auf ein gutes Spiel. Ja. Was denn? Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Oh mein Gott. So schlimm? Schon. Okay. Ja. Bin ich dran? Du bist dran. Oh, okay. Ja, gut, das war nicht viel. Dann zieh ich mal. Oh. Seifert. Oh, die Karte habe ich noch nie, heute noch gar nicht gezogen. Effektgeschwindigkeit Terrorkreise. Jo. Ich kann ihn als Spezialbeschwörung beschwören, falls ich keine offene Monster kontrolliere. Dann möchte ich auch noch den Effekt aktivieren. Ich kann mir jetzt ein Geschwindigkeitsmonster vom Deck meiner Hand hinzufügen. Ist das in Ordnung? Jo. Dann mache ich das mal. Wir gehen in Geschwindigkeitswort Taketobong-Borg. Gut, dann möchte ich auch seinen Effekt aktivieren, weil ich einen Windmonster kontrolliere. Kann ich mal eine Handspezial abschauen. Ist das in Ordnung? Ja. Dann machen wir dies. Okay, dann gehen Cherubini. Wir alle Link 2. Cherubini Turbo! gut, dann beschwöre ich Cherubini, schwarzer Engel des brennenden Abgrunds. Ich erkläre kurz, was er kann. Ganz kurz, bevor die Impermanence kommt. Monster, auf die er zeigt, können nicht die Karteneffekte zerstört werden. Ja. Und das ist die Kurzversion und ich könnte, wenn er zerstört werden würde durch einen Karteneffekt, kann ich stattdessen eine Karte, auf die er zeigt, auf den Friedhof legen. Den Effekt, den ich aktivieren möchte, ist, ich kann jetzt ein brennenden Abgrundmonster von meinem Deck auf den Friedhof legen. Ist das in Ordnung? Ja. Ist okay? Ja. Okay. Stufe 3 oder niedriger. Stufe 3, nicht nur bei einem Gebiss. Ah, okay, Stufe 3 oder niedriger. Okay. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich das Deck immer falsch gespielt. Dann lege ich Graf rein und möchte den Effekt von Graf aktivieren. Wenn er auf dem Friedhof gelegt wird, darf ich jetzt ein brennender Abbruchmonster zum Beispiel schon vom Deck beschwören. Auch in Ordnung. Ja. Okay. Das habe ich höre ich. Seer. Ist auch okay? Lass mich raten, jetzt kommt Drachomeister der Tenny. Das weiß ich noch nicht. Ja. Der kommt jetzt. Dann gehen wir in eine Link 3 und gehen auf Drachomeister Tenny. Dann aktiviert sich der Effekt von Seer. Weil er auf dem Friedhof gelegt wurde, darf ich jetzt einbrennende Abgrundmonster von meinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Jo, mach das mal. Okay, dann nehme ich Cherubini. Ist okay? Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Da ich noch keine Normalbeschwörung hatte, möchte ich als Normalbeschwörung erstmal Cabaretto beschwören. Okay, jo. Dann machen wir weiter mit Instant Fusion. 2000 Lebenspunkte. Wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt habe ich gerade 7000 abgezogen. Wir haben noch 36 Minuten.
Schade, kein Timeout. Kein Timeout. Nein, das passiert so schnell nicht. Kommt jetzt 1001 District oder das neue Millennium-Äugige? Es kommt Dunkler Feuerdrache. Ach, stimmt. Den gibt es ja auch. Ich spiele das ein bisschen anders. Ach, du spielst ein bisschen anders? Nee, ich spiele das. Also mit dem finde ich das voll gut mit der Instant Fusion. Gut. Ich spiele es mit Triple Burst und Millennium Eis, damit die Happy Combo durchgeht. Ja. Dann gehe ich nach Link 1. Ja. Und gehe auf Guard Dragon LP. Ich möchte den Effekt von LP nutzen, ein Drachenmonster von meiner Hand oder von meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören auf eine Zone, wo es Heiligen Monster drauf zeigen. Gib mir die im Permanent Scout. Darf ich mal? Ja. Okay. Ist okay? Ja. Hast du eh noch dein Carbon-Add-on? Ich weiß wohl, was er kann. Dann beschwöre ich ihn. Dann möchte ich seinen Effekt nutzen. Ich möchte erstmal kosten, muss ich zahlen. Also da sind überhaupt gar keine Kosten. Ich möchte seinen Effekt nutzen und sie targeten. Kannst du das überhaupt, weil braucht eine Stufe oder nicht? Nein. Die Stufe, er muss. Guck hier, pass auf. Ich dachte, Stufe höher muss er sein, deswegen. Nein. Er muss, ich kann einfach nur ein Monster auf dem Feld targeten, das ist Kosten. Und dann, Targeten sind Kosten. Ich möchte gerne LP targeten. Okay. Ist okay? Dann werde ich auf dem Friedhof legen, Bootsektor Stadt. Und adden hier. Ein Monster. Spiel zu zwei? Nö. Ich brauch keinen. Kommt jetzt ein Absoluter. Kommt der. Levin hier. Nicht Alternate Artwork? Nein, das Alternate Artwork ist voll hässlich. Das kommt ja jetzt bald. Bekommen wir mal eine Deckliste von dir, Tim? Ja, könnt ihr auf jeden Fall kriegen, wenn ich das Deck verfeinert habe. Also es ist jetzt momentan ein Test und das ist noch nicht fertig. Dann gerne. Dann mache ich auf jeden Fall gerne mal einen Deckverfall. Also ich werde das Deck jetzt erstmal spielen, weil ich finde das sehr schön. Spielst du 60 Karten? Nee, ich spiele, glaube ich, 41 Karten. Okay. Ich glaube, das müssten 41 sein. Dann gehen wir weiter. Eine Link 1. Auf Pisti. Ja. Effekt Pisti? Ja. Dann gehen wir wieder auf Dunkler. Ich muss gerade überlegen. Dunkler Feuerdrache oder Brotor? Dick war gerade da. Mal schauen, ob Tim cheatet. Dunkler Feuerdrache. Ja. Ist okay? Ja. Okay, perfekt. Dann gehen wir in einer Link 2. Gefahrringer Drache. Wir gehen auf Romulus. Das Romulus addet mir jetzt Drachensturz. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Drachenschlucht geaddet. Dann machen wir mal weiter. Warum ist nicht alles Ami? Hä? Warum nicht alles von deinen Karten Ami ist? Ja, weil ich Ja, ich muss mir die Karten erstmal so mal ranholen. Dann, wenn mir das Deck gefällt, dann hole ich mir mal alles in Ami. Also da hat Lukas schon recht, ich hole mir mal eigentlich fast alles in Amerikanisch. Wir gehen in eine Link 4. Stabil. Stabil, sagt Lukas. Wieder die Scheußlichkeit oder eine Apollosa? Auf jeden Fall gehen wir in der Apollosa mit 4 Negates. Ja. Aber wir nehmen Link 4 mit Apollosa. Apollosa, wenn sie Link beschworen wird, also für jedes Material, was sie hat, bekommt sie einen Zähler drauf. Und der Zähler zählt dann sozusagen als Monster Negate. Kennst du ja, ne? Also du bekommst 800, 800 Angriffspunkte ATK, und genau. Wenn Monster-Effekt aktiviert wird, kannst du 800 runter machen und dann Monster-Effekt dann annullieren. Genau. Ich möchte den Effekt von Carbonellon aktivieren, möchte ihn verbannen und dann ein Drachenmonster Spezialbeschwörung beschwören. Normales, ne? Oder? Normales, Stufe 7 oder niedriger. In Verteidigungsposition. Ja. Vielleicht Ehrendrache. Oder Jagddrache. Ich kenne nur Babydrache. Babydrache. So, dann gehen wir weiter. Ich verbanne Tenyi, ich verbanne LP und ich verbanne Pisti. Und dann möchte ich Levianir spezial beschwören, möchte seinen Effekt nutzen. Möchte dir jetzt die beiden Karten schießen. Weil es ein Licht- und ein finsternes Monster war. Jo, dann aktiviert sich Mara.
Wenn sie durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kann ich mir eine Lunalight Zauberfeinkarte auf die Hand. Ja, das muss ich eben überlegen. Wir müssen eine Zauberfalle dafür enden, ne? Ja. Und das möchte die Kombo natürlich auch, deswegen annullieren wir einfach mal den Effekt. Und dann darfst du das schon mal nicht. Das halt die Flyback lag. Ich dachte echt, da liegt die Impermanence die ganze Zeit, ne? Ich hab Scheiße gezogen, deswegen. Okay. Ja. Die Scheiße. Ich hab doof gezogen. Okay. Deck meint's nicht gut mit mir. Ich weiß, Lukas. Meint niemand. Willst du deine Kombo noch machen oder soll ich einfach aufgeben für die Runde? Mir ist das egal, also ich kann jetzt noch, ich würde jetzt noch Drachenschlupf aktivieren, ich würde dann die Karte noch discarden. Fang schon mal an zu sein. Dann lege ich noch Spiral Drache rein, aktiviere ich den Effekt, darf ich noch Spezial beschwören. Ja, und das würde dann halt am Ende auch reichen. Also, ich könnte jetzt noch in den Bubble Spot gehen. Ja, gut, dann war das Runde 1, ging schnell. Also, das heißt schnell, wir haben jetzt 11 Minuten gebraucht, ich glaube, das meiste habe ich gemacht, oder? Ja. Ich habe eine Minute gespielt gefühlt. Ja. Aber auch nur, weil du nicht so gut gezogen hast, muss man sagen, ne? Mhm. Mhm. Naja. Nächstes Mal, ne? Nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal ziehst du auch Tiger mit Chick und Parfüm. Für komplette Eskalation. Für komplette Eskalation. Hat dir das denn gerade gesagt, was meine Spicy Karte ist im Deck? Was? Was hast du mir gesagt, was deine Spicy Karte ist? Ja. Nein. Gut. Was ist denn eine Spicy Karte? Sag mir jetzt bitte nicht Mine. Hm? Sag mir jetzt bitte nicht Mine. Wer weiß? Oh nee. Hab ich ja schon keinen Bock drauf, muss ich sagen. So. Das wird gesided und dann geht es auch schon direkt weiter. 5. Muss mal gucken, was side ich denn noch raus? Das ist gar nicht mal so einfach. Eine Karte noch? Nee. Ich glaube noch so. Ja. Ist gar nicht mal so einfach gegen Lunalight. Lunalight ist momentan ja eins mit der besten Decks. Ist so. Es liegt eigentlich echt nur daran, dass gegen Spiral alles gesided wird. Also es gibt ja Droll, es gibt die Crow, es gibt wie heißt das? Meteor Monster hier. Nibiru. Ja. Es gibt Dark Ruler No More. Ja. Es gibt alles dagegen. Es gibt halt nichts Bestimmtes, was du im Side-Deck haben musst in diesem Deck. Ja. Das ist leider so. So. Ist fertig? Noch nicht ganz. Der Chat ist voll AFK gerade. Wer? Der Chat. Ja und? Ja und? Marcel Händlein wünscht uns beiden Glück. Wer soll dann gewinnen? Und wünscht uns beiden Glück? Dankeschön. Ach, Gott. Wer soll denn anfangen? Du. Ich soll anfangen? Okay. Resettest du? Hm? Resettest du? Ja. So. Ach du heilige Scheiße. Mach. Schon. Ja. Mach mal. Mhm. Die Karten. Was macht der Mob mit Mobmen denn? Also ich kann Gefahr-Mottenmann vorzeigen. Kannst du sagen. 1 plus 6. Gefahr-Mottenmann vorzeigen und
Dann zeige ich ihn vor. Dann, ja, ich aktiviere jetzt erstmal den Effekt. Genau, beide ziehen eine Karte. Also wenn er abgeworfen wird, ziehen wir beide eine Karte und werfen eine Karte ab. Mhm. Und wenn er sich selbst specialt, kann ich eine Karte ziehen. Genau, und die andere Karte wird dann das Kale, ne? Genau. Warte ab und aktiviert sich mal. Nein, der aktiviert sich nicht. Wenn sie spielt wird. Martin aktiviert sich nicht. Als die Karte auf den Friedhof gelegt wird, die aktiviert sich. Ja, Moment. Ja doch, das reicht. Dann kann ich meine Luna Light Summer Feinkarte auf die Hand nehmen, das ist Renantanz. Mhm. Dann aktiviere ich Mondlicht Parfüm. Ja. Spezial beschwöre meine Marder. Ja. Dann aktiviere ich Mondlicht Parfüm, ich verbinde sie für Kosten und werfe eine Karte ab. Und darf dann eine Luna-Lichtkarte mir suchen. Ist okay. Nicht Tiger. Tiger. Okay. Ich muss da hier noch. Ja, ich weiß. Dann aktiviere ich Luna-Licht Senranan-Tanz. Ja. Ich kann sie verbannen für Kosten, eine Karte abwerfen und dann spasche ich ein Luna-Licht aus dem Deck. Ja. Das ist auch in Ordnung. Das ist Luna-Licht Kleidokuchen. Ja, ich aktiviere sofort ihren Effekt. Das sind Kosten. Ist ich lege jetzt eine Luna-Licht. Ein Luna-Licht von meinem Deck oder Extra-Deck auf dem Friedhof und sie würde den Namen bekommen. Auch vom Extra-Deck? Ja. Okay. Dann aktiviere ich Luna-Licht-Tiger. Das ist in Ordnung. Aktiviere den Effekt und würde gerne mal speziell beschwören. Das ist in Ordnung. Gehe ich mit den beiden. Link 2. Zum Psy-Höhlenlord Lambda. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von Lunarlicht Marder von meinem Friedhof. Ich nehme jetzt eine Lunarlichtkarte von meinem offen vom Spielfeld auf die Hand und kann sie dann speziell beschwören. Sie verlässt aber das Spielfeld, wenn sie wird verbannt. Wenn sie das Spielfeld verlässt. Dann aktivieren wir nochmal den Tiger und specialen Kaleidochick. Ja. Kaleidochicks Effekt wieder. Ja. Weil auch wenn sie negiert ist, genau, weil es Kosten sind. Genau, es sind Kosten, deswegen kann er den Effekt nutzen, auch wenn er durch Tiger negiert ist. Aber der Effekt aktiviert sich zum Beispiel jetzt nicht. Genau, dass du es special kannst. Weil es so oder so Kosten sind und sie bekommt den Namen. Aber Chick aktiviert sich immer wieder, weil sie nicht once per name ist, sondern once per copy. Genau. Okay. Dann mache ich weiter. Ja. Ich mit den beiden in einen Exil-Beschwörung zum Überfallruptor Kraftkauz. Mhm. Ich kann nur seinen Effekt aktivieren, ich hänge eine Karte ab und ich würde mir ein finsternes, geflügeltes Ungeheuer auf die Hand nehmen. Ja, ist okay. Das ist Schwarzflügel Sephiroth. Ja. Gehe ich mit Lambda und Martin auf Marikord Blocker. Er sagt, ich kann jetzt eine Karte abwerfen als Kosten und theoretisch kann ich mir eine Endphase eine Spielfeld-Zauberkarte oder eine permanente Zauberkarte genau. von meinem Friedhof auf die Hand nehmen. Dann werfe ich Sephi ab. Ist in Ordnung. Dann aktiviere ich Sephi im Friedhof, special in den ich Lunarlicht Tiger auf die Hand nehme. Verlierst so 400, ne? Genau. Okay. Dann aktiviere ich Tiger. Ja. Und speziell auch Tiger ist nicht once per turn. Genau, das ist das Gute dran. Das ist das Starke an ihm, deswegen ist er auch so teuer geworden. Und speziell beschwöre ich Lunarlicht Marder. Mhm. Machen wir weiter. Gehen. Mit. Ich ein bisschen, glaube ich, gemisplayt, aber das ist nicht so schlimm. Den beiden eine Exis, oder? Was hast du vor? Den beiden auf einen Lugaris, der Zeitlose. Ja. Dann aktiviere ich seinen Effekt.
Ich hänge zwei Karten von meinem Friedhof ab und spezialbeschwöre einen. Als Material ab, oder? Genau. Ein Monster von meinem Friedhof. Okay. Das, möchtest du nicht den Draw Effect machen? Hm? Nein. Okay. Psyche Höhen Lord Lambda. Ja. Dann gehe ich mit. Barrikadblocker und Psyholen-Lord Lambda in eine Link 4 Beschwörung. Mhm. So ein Kaliber-Schwertdrache. Das kannst du machen. Nicht machen, weil der braucht drei Effektmonster. Das geht. Dann nutze ich den Kreuz noch mit und dann gehe ich in die Battle Phase. Okay, dann sind es. Greife ich mit Kaliber-Schwert an? Ja, dann verliere ich 3000. Gut, dass ich noch nicht tot bin. Greife ich mit 1200 an? Warte. 1200. Und nochmal 3000. Dann aktiviere ich Kaliber-Schwertsache-Effekt, genau. In Verteidigungsposition und greife nochmal mit 3000 an. Dann habe ich noch 800 Lebenspunkte. Gehe ich in die zweite Main Phase. Ja. Setze eine Karte verdeckt. Ja. Und dann bist du. Dann ziehe ich. Gehe ich in die Stamper Phase. Gehe ich in die Main Phase. In der Main Phase aktiviere ich Lightning Storm. Welchen Effekt möchte ich gerne alle Monster auf dem Spielfeld zerstören? In Angriffsposition. In Angriffsposition. Er kann durch Karteneffekt, er kann zerstört werden. Gut. Dann machen wir gesehen, weiter. Oder? Nein, eigentlich nicht. Dann gehen wir Verlockung der Finsternis. Jo. Ich zwei Karten ziehen und dann verbanne ich ein Dark Monster. Ey. Ich leg die mal eben kurz rüber, ja. Ich habe eine Levianier. Die One-Off? Nein. Dann. Kommt auf den Friedhof. Ja. Machen wir weiter. Ich aktiviere fossile Grabung. Ja? Jo. Und adde mir Carbonadon. So. Die ist zum Beispiel Ami, die Fossil-Deck. Super Rare aus Nordiers Pack. Super Rare. Schön. Ami, sehr schöne Karte. Dann machen wir weiter. Ich nochmal beschwöre Carbonadon und aktiviere den Effekt von Kamucha Ritter, weil ich in Level 3er als Normalbeschwörung beschworen habe, kann ich ihn specialen. Ja, specialen. Ne? Gut. Dann machen wir weiter. Ich gehe in eine Link 2. Ja. Dann gehen wir in Cherubini und möchte gerne den Effekt von Cherubini nutzen, dass ich jetzt ein Monster von meinem Deck auf dem Friedhof lege. Daraufhin aktiviere ich vom Grab berufen auf deinen Carbonadon. Das ist in Ordnung. Gut, dann wird Carbonadon verbannt. Ich kann den Effekt nicht mehr nutzen, aber ich darf immer noch eine Karte auf den Friedhof legen. Ich lege auf den Friedhof Seer, dann aktiviere ich, Graf meine ich. Dann aktiviere ich den Effekt vom Graf. Ich darf jetzt ein BA-Monster specialen vom Deck. Er wird nicht durch zerstört, weil er auf Cherubini zeigt. So, machen wir weiter. Dann gehe ich in eine Link 3. Auf Drachomeister, der Tenji. Und ich aktiviere den Effekt von Seer. Warte. Jo. Aktiviere den Effekt von Seer und beschwöre Cherubini wieder. Auf seine Beschwörung würde ich gerne anketten. Ja. Mit Nibiru, das Urwesen. Das ist in Ordnung. Tributiere ich alle Monster auf dem Spielfeld. Ja. Und beschwöre ihn. Dann hat Nibiru hat meinen Token. Ich nehme meinen Token. 1000. Okay. Ich nehme meinen Token. Kommt in Verteidigungsposition. Kommt in Def, das ist okay. Der hat insgesamt. 1200 Verteidigung. 1200 Verteidigung und 4300 ATK. Gut. Dann machen wir weiter. 500. Muss ich kurz überlegen, wie wir das jetzt machen. Du hast da noch einen Tiger, du hast in deinem Friedhof viel Tiger. Eine Handkarte, die ich nicht kenne, ne? Okay. Sind ziemlich sicher Kosten. Bekommen wir mal eine Deckliste von dir. Chibinos Effekt sind ziemlich sicher Kosten.
Ja, das ist richtig. Dass es Kosten sind. Ich muss kurz überlegen, was? Mach mal. Ich aktiviere. Das ist jetzt echt nicht einfach. Was habe ich denn hier so drin? Okay. Und okay. Sorry. Was spielen wir denn alles nochmal? Wir haben das, das, das. Das ist aber alles, was mir nichts bringt, ist gerade das Problem. Das ist doof. Gib doch einfach auf. Auf gar keinen Fall. Wir haben noch 15 Minuten. Jetzt gleich, wenn. Ja, Nibiru war jetzt ein bisschen doof. Nicht damit gerechnet, dass du ein Biro reinzulassen. Nein. Wir gehen. Ich aktiviere Drachenschlucht. Wir haben den Effekt von Drachenschlucht. Nix in den Friedhof, einen Drachenmonster rein. Nix in den Friedhof, einen Drachenmonster rein. Ja, das ist richtig. Wir legen rein. Pocket Tracer. Ja. Monster Reborn. So, dann machen wir weiter. Ich aktiviere Instant Fusion. Du kannst du nicht, du hast 800. Ich hab. Oder du bist tot. Ach, ich hab 800, ne? Oh. Stimmt, du hast mich ja schon einmal mit Dings angegriffen. Mm. Ja, ich muss. Du bist tot. Ja, ich bin tot, aber das bringt sowieso nichts. Also ja. Hätte ich die noch aktivieren können, dann. Also. Stimmt, ich dachte, ich hab noch 8000. Stimmt. Ja. Also. RIP. Das ist so ein bisschen mein. Ja, RIP, genau. Wie viel steht es eigentlich? Wir haben jetzt gerade 1-1, steht es jetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du Nibiru heilst. Oder dass du mich falsch lassen gehst. So, jetzt steht es 1-1. Das ist spannend. So wie immer. Ein Bio. Eigentlich mit gerechnet. Ist ja gut. Ja? Dann ist ja gut. In deinem ersten Zug keine Combo oder? Warum ja, hast du nicht hingelegt? Ich hatte vier Zauberkarten auf der Hand. Ja, Fossil Dick und was hast du im Fossil Dick, Instant Fusion, dann die beiden Drachen und ein Lightning Storm. Weil ich dachte, du gehst first. Hast du damit aber was machen können? Was hätte ich denn damit machen können? Rocket Chase ist ein Schnelleffekt, du hättest deine eigene Instant Fusion poppen können. Ich hatte keinen Trace auf der Hand. Ach so, du hast gesagt, die beiden Drachen. Ja, die beiden Achter. So, Livianier und Dings, okay. Und was nachgezogen wird, da, dann mit Dings konnte ich dann spielen. Da habe ich nämlich Kagemura-Ritter gezogen. Okay. So, ich möchte gerne anfangen. Was wird nochmal durch den Special Summon Effekt von Nummer 60 mit nächsten Zug übersprungen? Die Dwarf Phase. Nein, die Main Phase. Aber ich wäre eh Battle Phase gegangen, mit Dings angegriffen. Also, ja, oder und so. Danach hättest du, glaube ich, eh nicht viel machen können. Du fängst okay, an. Okay, ja, ich geh first. Wir fangen an mit Alua. Ja. Das ist eine richtig krasse Hand. Wir verbannen Zorinoko. Ich spiel's auch Dangerous. Ja, 1-2. Dann Fossil Dick. Ja, Fossil Dick. Ja. Ist okay? Ja. Damit adde ich mir jetzt ein Dinosaurier-Monster von meinem Deck auf die Hand.
Wir suchen uns Carbonadon. Dann normal beschwöre ich Carbonadon und möchte den Effekt von Kamura aktivieren, die ist special. Yeah. Okay. Dann gehen wir an Link 2 und aktivieren den Effekt von Cherubin. Damit kann ich jetzt erstmal als Kosten hier ein Game-Monster reinlegen. Wenn du jetzt wieder ein Biro hast, ne? Dann legen wir uns Graf rein, Effekt Graf, weil er auf dem Friedhof gelegt wurde, da habe ich mir jetzt einen. Ja. Seer Special. Dann gehen wir in eine Link 3. Und gehen auf Drachenmeister Tenny. Und aktivieren den Effekt von Seer. Ich beschwöre ich eine Rubini. Ja. Ist okay? Ja. Okay. Dann machen wir weiter. Ich aktiviere den Effekt von Carbonadon, damit ich einen Drachen von meinem Deck spielen kann. Stufe 7 mal. Da haben wir Special mit Jagdwache. Ist das okay? Ja. Gut. Dann eine Link 1. LP. Ich möchte den Effekt von LP nutzen. Ich wusste es. Ist okay. Zu deinen Token wieder, oder? Ich meine. Verteidigung. Der Lukas hat doch immer eine LP zurücksetzen, haben wir doch gemacht. Haben wir. Ja, ich wollte kurz sagen. Token. Okay. An Karten 3 oder 4? Dann, ja, warte mal. Das muss ich kurz überlegen. Gib mal bitte mein Grave. Nein, ich brauche mein Grave jetzt. Jetzt muss ich irgendwas überlegen. Verbannen. Livian hier. Die drei. Ich lebe den aktivierten Effekt. Kannst eine Loop. Eine zufällige Handkarte wird ins Deck gemischt. Wenn es drei Finsternisse waren. 1, 4. 6 neue. Zurück ins Deck gemischt, nicht irgendwie draufgelegt oder so. Gemischt. Welche Stufe ist der? Ah, der ist Stufe 11. Oder? Ja, Stufe 11. Ach, immer noch. Schaffe doch nicht noch so. Ja, doch. Jeder wird schon. So. Bitte. Dann beende ich mal so. Dann ziehe ich. Wie viel Defense? Standby Phase. Main Phase. Ja. Aktiviere Töricht zu Beginn des Beigaben. Leg mir eine Zauberfeinkarte in den Friedhof. Das ist in Ordnung. Und ich Parfüm. Das ist auch in Ordnung. Ich mische jetzt nicht so ständig durch. Nee. Aktiviere ich Feuerformation Tanky und suche mir ein, das ist ein ungeheuer Kriegermonster. Ja. Kleine Küken. Dann normal beschwöre ich Kaleide Küken. Aktiviere den Effekt. Ja. Leg mir für Kosten ein Lunalichtmonster rein. Das ist okay. Das ist Marder. Dann aktiviere ich meine Pendelzone Tiger. Ja. Aktiviere den Effekt, um Marder zu spezialbeschwören. Gehe ich mit den beiden in eine Link zu Psyrin Lord Lander. Kann ich schon mal weitermachen? Ja, machen wir. Aktiviere Marder und bounce mir Tiger zurück auf die Hand. Ja. Wichtiger wieder. Warum aktiviert also der Effekt von Mörder von Massakern? Also, du kannst damit ein Relic Monster vom Grave, vom Spiel wieder zurück auf die Hand bauen. Genau. Ich erkläre vielleicht die Effekte. Habe ich gerade schon in der letzten Runde. Ja, die wichtiger wieder. Und genau. Beschwöre. Der Effekt aktiviert sich und dann kannst du ein Relic Monster wieder vom Friedhof ich beschwören. Ich mit den ein Overlay. Ja. Zu Nummer 39. Tropia Doubled. Ja.
Hier wieder ein Effekt. Ich hänge jetzt eine Karte ab und suche mir ein Doppelt oder nichts und dann beschwöre ich einen. Also lege ich so gesehen einfach ein Utopia-Monster rüber. Das ist richtig. Dann aktiviert sich Marder, weil sie auf den Friedhof kommt. Ich suche meine Luna-Licht, Zauberfallenkarte. Das ist. Warte. Luna-Licht, diese Ja, Richtung. Warte. Okay. Ich werde jetzt Utopia doppelt. Dann gehe ich in die Battle Phase. Ja. Greif mit 1700 das Token an. Das hat 0. Das ist richtig. Dann Angriff auf Livianir. Effekt. Ich nehme eine Karte ab, annulliere den Angriff und daraufhin Double or Nothing. Ja. Sie hat jetzt 10.000. Dann habe ich 7.000 Schaden. Genau, dann greife ich mit Nibiru an. Genau, und dann ist es Game. Ja, oh, so schnell geht das. Nibiru ist halt eine sehr, sehr krasse Karte, also vor allem gegen dieses Deck hier. Das darf man nicht vergessen. Also Nibiru ist wirklich übelst stark. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass du zweimal Nibiru hattest. Aber da kann man nichts machen. Das ist leider so. Man muss Nibiru auch zur richtigen Zeit machen. Getroffen, ja, aber wenn du ihn überhaupt hast, ne? Ja. Das ist natürlich das Wichtigste. Und das so ist schnell, die spicy so schnell geht das. Lukas hat jetzt auch mal gewonnen. Ja, kein Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Tschüss.